Hey, ich bin der Matthias, 23 Jahre alt, studiere in Mittweida Medieninformatik und ich mache Musik auf YouTube. Mein Hobby besteht eigentlich tatsächlich nur daraus, dass ich Musik aufnehme, das in Videos dann verarbeite und auf YouTube hochlade. Mehr ist da tatsächlich nicht dahinter. Zur Musik bin ich relativ früh gekommen. Mein Vater ist Musiklehrer und dementsprechend hat meine ganze Familie schon relativ früh mit irgendwelchen Instrumenten begonnen. Bei mir war das erst Klavier, dann Gitarre und später noch Gesang. Und ja, das war so ziemlich das. Llama Makes Music setzt sich quasi aus meinem ehemaligen Spitznamen zusammen. Das war Lama, den hatte ich in der Realschule. Der wurde mir da verliehen, vermutlich weil ich eine besonders feuchte Aussprache hatte. Könnte eventuell damit zusammenhängen, ich weiß es nicht. Und Makes Music ist klar, macht Musik. Und das, mit dem habe ich angefangen. Zwischendurch hat sich das Ganze mal verändert, auf Life Affects My Ass und Lost in Tales und je nachdem, was für eine Musik ich zu der Zeit gemacht habe. Aber mittlerweile bin ich wieder beim guten alten Llama Makes Music angekommen und werde da vermutlich auch bleiben. YouTube als Verbreitungsplattform bietet einfach meiner Meinung nach unglaublich viele Möglichkeiten aufzufallen in dem Sinn. Man hat direkten Kontakt mit den Zuschauern, die können einen ziemlich gut erreichen und das war mir ziemlich wichtig. Dementsprechend hat sich das so ergeben. Englisch als zweite Sprache in meinem Kanal hat sich deswegen so ergeben, weil man einfach viel mehr Leute erreicht. Englisch ist relativ verbreitet als Sprache und das war mir wichtig dementsprechend. Abgesehen davon konnte ich, weil ich meine Lieder grundsätzlich auf Englisch schreibe, da nochmal ein bisschen Fuß fassen und das Ganze nochmal den Leuten näher bringen und vor allem mehr Leuten näher bringen. One Day ist tatsächlich nicht mein erstes Album, aber das, wo ich jetzt möchte, dass man das als einziges kennt, weil die früheren, die möchte ich gerne verdrängen. Ich habe aber auf jeden Fall bei den ganzen Liedern, die ich aufgenommen habe, dafür und auch davor, immer wieder was mitgenommen, was man besser machen kann, was Neues dazugelernt, wie das so ist, wenn man sich Sachen selbst beibringt, selbst recherchiert. Und ja, ich denke, das wird sich auch in Zukunft noch so verhalten, dass man immer wieder was Neues dazulernt bei jedem neuen Lied, das man aufnimmt, bei jedem neuen Album, was man rausbringt. So viele Höhepunkte gab es, glaube ich, gar nicht. Aber was mir sehr gut im Gedächtnis geblieben ist an sich war, vor kurzem habe ich an einem Contest mitgemacht oder teilgenommen, der von Thomann ins Leben gerufen wurde. Das ist ein Musikversandhaus in Deutschland. Und da habe ich dann überraschenderweise den ersten Platz gewonnen und bin mit einem guten Freund dann zu denen hingefahren, habe dann eine Führung gekriegt und das ist so ziemlich das, was ich als Höhepunkt bezeichnen würde. Das Hobby zum Beruf zu machen ist eine schwierige Entscheidung, finde ich, weil große Gefahr dabei ist, dass man den Spaß daran verliert. Zumindest ist das in meinen Augen so. Dementsprechend, wenn sich die Möglichkeit irgendwann mal ergäbe, müsste ich mich da spontan darüber, ja, müsste vielleicht eine Nacht drüber schlafen, mal sehen, je nachdem, inwieweit das in den Bereich reinführt. Kann ich jetzt eigentlich noch nicht sagen. Ziele. Gibt es immer reichlich viele. Die Frage ist, welche. Ich denke, im Vordergrund steht, dass ich nicht aufhöre, dass ich weitermache mit dem, so wie es mir Spaß macht. Auf jeden Fall den Spaß nicht daran zu verlieren, weiter eigene Songs zu schreiben, die aufzunehmen, je nachdem dann mein zweites Album rauszubringen und mal sehen, wohin das Ganze führt. Ich bin da relativ offen. July is over now, it won't be long till the days are getting colder. I need you to be strong, cause love will get you through this. I know you're not alone, and I think that friends can guide you still. I need you to open your, feel your heart rising with each step you take. Could this be the answer to all my mistakes? And don't get me wrong, but I believe that endless is only what you want it to be.